Jetzt warte ich, dass es klingelt. Ich warte, dass es klingelt. Achtung. Es kann jeden Augenblick klingeln. Noch steht die Uhr. Jetzt. Absolute Stille. Ich möchte, dass es bitte jetzt klingelt. Normalerweise klappt es ganz gut, wenn ich mir einen Gewinner wünsche, kommt auch einer. Die Uhr steht. Es müsste bitte jetzt klingeln. Wir sprechen hier von 400 Euro. Wir starten jetzt nochmal das Geldband. 3, 2, 1. Wer stoppt das mir jetzt bitte? Das Geldband läuft, Sie können es jetzt jeden Moment stoppen. Das muss bitte gestoppt werden, denn das Becken ist voll. Die Wanne ist voll und ich sage zu meinem Redakteur, das Fass ist voll, mein Lieber. Mein Lieber. Was so viel bedeutet, mein Lieber. Wir müssen was anderes spielen. Irgendwas müssen wir ändern. Da gehe ich d'accord, wirklich mit dir, ausnahmsweise. Ich will ein anderes Spiel. Mein Redakteur sagt, okay, vielleicht liegt es einfach daran, dass vielleicht jemand eine Lösung hat und nicht durchkommt, was ich persönlich nicht vermute. Ich glaube einfach, da hat keiner eine Lösung. Diese Positivdenker, ja. Der hat bestimmt so ein paar positiv denkende Bücher gelesen. meine Damen und Herren, ich meine Folgendes. Ich gebe Ihnen einfach ein paar, ich öffne einfach ein paar Leitungen. Wir haben bisher jetzt nur eine Leitung, das ist unsere Hot-Button-Leitung, deswegen gehe ich jetzt um. Ich gebe Ihnen 5 Leitungen. Okay, wir haben jetzt 0.55 Uhr. Meine persönliche Deadline ist 1 Uhr. Jakob, ich habe auch heute weniger Zeit als sonst, das sage ich dir. Weißt du warum? Weniger Geduld, ich bin nämlich hungrig. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und da klingelt's. Hallo, Engelhardt. Engelhardt? Ja, ich habe 2 Wörter hier. Herzlich willkommen, hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Engelhardt, schön, dass Sie dabei sind. Es geht für Sie um 1670 Euro. Sind Sie nervös? Bisschen. Woher rufen Sie an, Engelhardt? Aus Heilbronn. Aus Heilbronn, das freut mich ja. Engelhardt, welches Wort haben Sie gefunden? Ich habe 2 noch übrig. Einmal Bote, B-O-T-E, oder Byte, B-Y-T-E. Ach, jetzt habe ich es erst geschnallt. Ich dachte schon, Sie haben gesagt, Bote, das Plural von Bote. Und dachte mir so, was für ein Schmarri. Aber Sie meinen ja Bote wie den Brief des Postboten. Nein, ja super, Engelhardt. Sagen Sie es doch gleich, all das gehört Ihnen. Das sind 1670 Euro, die Sie soeben gewonnen haben. Danke. Engelhardt. Danke. Wissen Sie, worüber ich mich immer wahnsinnig freue? Und wissen Sie, was mein Job ausmacht, warum ich ihn immer wahnsinnig gerne mache? Nein, weiß ich nicht. Wenn ich einen jubelnden Gewinner höre, würden Sie einmal für mich so machen. Puh! Hurra, danke. Tschüss. Danke. Machen Sie einmal so. Puh! Huh! Hurra! Ja, geht noch ein bisschen. Komm noch einmal. Puh! Hurra! Ja, das wird Engelhardt. 1670 Euro für Sie. Das war schon mal nicht schlecht. Liebe Grüße nach Heilbronn. Schön, dass Sie mitgespielt haben und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bitte legen Sie jetzt nicht auf. Jawohl, danke. Tschüss. Tschüss. Puh. Puh. Meine Damen und Herren, so hört sich ein glücklicher Gewinner an und eine wahrscheinlich noch glücklichere Moderatorin. Es geht ab jetzt um 150 Euro und ich suche, schauen Sie her, ich habe da meine Dinge vorbereitet, davon erzähle ich ja auch schon die ganze Zeit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? Beim zweiten Mal zähle ich dann auch richtig. 6 Lösungsumschläge habe ich hier. Ich suche nämlich ab jetzt 6 Wörter, liebe Nachtschwärmer. 6 Wörter, die auf Haus enden.
So, wenn Sie jetzt ein Wort haben, welches auf Haus endet, dann ran an die Buletten, ran ans Telefon. 150 Euro gibt es zu gewinnen. Wir sind wieder im Hot-Button-Modus, wenn Sie also zum richtigen Zeitpunkt in der Leitung sind. Wenn der Hot-Button zuschlägt, haben Sie die Chance bei mir auf 150 Euro pro richtig genannten Wort. Das Tolle ist, völlig wurscht, welches dieser sechs Sie mir nennen. Hauptsache, Sie nennen mir eins dieser gesuchten sechs Wörter, die auf Haus enden. Die Telefonnummer, das ist die 01379696969, falls Sie vorhaben, aus unserem schönen Nachbarland Österreich anzurufen, gell, Albert? Ich mag die Wiener gern, auch die Innsbrucker und auch die Vorarlberger. Leider nicht dabei. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob wir das schon mal gehört haben. Ich muss auflösen, wir haben keine Zeit mehr. Mein Kameramann muss sich jetzt noch Arizona Dreams anschauen. Wir hätten gesucht das Sozialkaufhaus. Dann hätten wir gesucht das... Moment. Nachttierhaus. Dann hätten wir gesucht, wir haben gehört, das Elefantenhaus. Dann hätten wir gesucht das Landeszeughaus. Dann hätten wir gesucht das Heuerlingshaus. Und dann hätten wir gesucht das Das wäre jetzt echt noch Fernfahrerhaus. Ich sage danke fürs Zuschauen und fürs Mitspielen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine wunderschöne Nacht. Ich hoffe, Sie können jetzt schlafen, all diejenigen, die nicht schlafen können. Ich hoffe, ich kann jetzt auch gleich einschlafen. Und wenn Sie möchten, sehen wir uns morgen Nacht wieder ab 0 Uhr. Ich bedanke mich auch bei meinem lieben Team, wünsche euch eine gute Nacht. Ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr sehen. Und wir sehen uns morgen Nacht wieder. Tschüss, bis morgen. Gute Nacht.